Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört. Das ist Stream 4. Ich nehme das gerade tatsächlich sonntags um 12.30 Uhr auf. Weil ich wollte mal gucken, ob wir es vielleicht in dem Stream auch schon abschließen können. Dann könnte ich nämlich gleich schon in das nächste Adventure gehen. Seid mal gespannt. So, wir haben das gemacht. Wir haben dies gemacht. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal hier wieder weg. Weil Isabella, Grüße nochmal hier, hat mir schon ein bisschen was gespoilt. Was ich gleich mit dem Auto noch machen soll. Das weiß ich aber, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. So. Gebäude. Gewaltig. Gleichzeitig wie aus einem rabenschwarzen Albtraum. Ich grüße mal meinen ZF Pro. Wo ist denn hier nochmal der Ausgang? Da ist der Pfad. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir müssen in die Stadt, glaube ich. Also ich habe es ja schon gesagt, die ganzen Roboter, die ihr gesehen habt, und ich zeige euch auch gleich die Tode, keine Panik, die müssen wir sozusagen alle Zug um Zug eliminieren. Damit wir überhaupt weiterkommen. So. Komm mal gucken mal. Was ist das denn? Die Form hat etwas von einem Entenkopf. Nur die Räder machen keinen Sinn. Ja. Da müssen wir uns drum mal beschäftigen. Ganz unauffällig sitzt er dort in der Ecke. Ja, dann drücken wir ihn nochmal. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Man scheint dieses Stück des Bodens anheben zu können. Warte mal. Ich weiß, dass man die Karre verschieben muss. Kann man das blockieren? Ja. Und jetzt nochmal drücken. Die Hebevorrichtung ist bereits aktiviert. Okay. Ziehen. Die Hebevorrichtung ist bereits aktiviert. Okay. Ich dachte eigentlich, dann kann man Blödsinn machen. Dachte ich. Nee, ist gar nicht. Ist da was drin? An diesen alten Glasflaschen schneide ich mich bloß. Ist da was drin? Da ist was. Dieser Behälter scheint aus einem anderen Material gefertigt zu sein als die Glasflaschen. Ich könnte ihn mitnehmen. Mach doch mal. Der Zahacker. Okay, ich gehe mal schnell dahin. Sie besteht aus einem glatten, weichen Material. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt habe ich fast Mitleid mit dem armen Container, der sie so schmerzlich vermisst. Ich kann doch bestimmt, kann ich wieder Blödsinn machen? Ach du meine Güte. Ich weiß, dass das hier eh super gefährlich ist in dem Kapitel, aber das kann ich mich nicht mehr erinnern. Der hat aber schlechte Laune. Erstaunlich, welche seltsamen Lebensformen sich hier herausgebildet haben, sofern man das hier Lebensform nennen kann. Warte mal, wenn ich dem jetzt wieder die Dose gebe, ist er dann zufrieden? Ich nehme dafür lieber etwas Abstand. Aufgepasst, jetzt bekommst du deine Dose zurück. Alter! So nah solltest du mir nicht kommen. 3, 2, 1, hier kommt die Dose. Eine Dose. Das gibt's doch nicht. Dieses Ding folgt mir und hat einiges drauf. Okay, der mit der Mülltonne tanzt. Aber ich vermute mal, ich brauche die noch. Aber immerhin guter Gag. So. Waren wir hier eigentlich schon? Doch, hier waren wir auch schon. Ah, hier muss ich aufpassen. Hier muss ich aufpassen, weil hier kann man nämlich auch wieder sterben. So. Hallo! Er zerknackt die zahlreichen kleinen Rohre mit seinem imposanten Zangenkopf.
Dort kommen unermüdlich Rohre herausgeschossen. Warte mal, was ist das Licht denn da? Eine Roboterhand, ja, falls man mal eine helfende Hand braucht, ne? So. Was können wir denn noch machen? Dort kommen unermüdlich Rohre herausgeschossen. Können wir damit irgendwas machen? Können wir die schließen? Er zerknackt die zahlreichen kleinen Rohre mit seinem imposanten Zangenkopf. Okay, er macht die Tür sofort wieder auf. Okay. Ich weiß, das müssen wir beenden. Und einfach, klar, entkapseln. Endlich Feierabend. Ja, ist mal ein Achievement. So. Der Zangenkopf ist wie der Rest der Maschine nicht mehr in Betrieb. Können wir den mitnehmen? Sieh an, die Zange hat sich etwas gelockert. Ob man sie herausdrehen kann? So, wunderbar. Da speichere ich nochmal. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir oben hergehen. Das ist bestimmt eine tolle Idee. Geh mal durch diese ganz sichere Tür. Das hat gekitzelt. Ein bisschen mehr als sonst, ne? Leider werden ungebildete Besucher hier mit nur 280.000 Volt abgespeist. Okay, das geht also schon mal nicht. So, okay. Dann können wir wahrscheinlich erstmal wieder zurück. Nein, nicht Fließband. Zum Pfad. Mach keinen Mist. So. So. Den müssen wir auch besiegen. Gucken. Auf jeden Fall können wir so erstmal einen Tod machen, ne? Silver, Grüße. Dieser Tod war für dich. Nein. Das war meine willkommene Abwechslung im monotonen Alltag des Roboters. Das glaube ich. Okay, also so nicht. So. Okay. Was haben wir denn hier? Und Loch? Was ist das denn da hinten? Da ist irgendwas, was leuchtet. Skyline. Diese Gebäude wirken wie aus einem Fiebertraum. Warum bauten die hier lebenden Wesen alles vertikal in die Höhe? Ich habe Vermutungen. So. Warte mal. Mir wird wohl für immer unklar bleiben, welchen Regeln diese eigenwillige Architektur folgt. Mit dem Loch müssen wir doch bestimmt was machen, ne? Von hier sieht man das Innere. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wir müssen den doch mit Sicherheit ausschalten. Haben wir denn da noch was? Nichts. Da ist aber auch mal wirklich gar nichts. Wenn wir das von der anderen Seite machen? In längst vergangenen Zeiten muss die Hauswand hier viel länger gewesen sein. Ah, da
Dann geht's weiter. Okay. Das sieht aber auch sehr charmant aus. Da müsste ich hinauf, wenn ich auf das obere Stockwerk wollte. Möchte ich aber eigentlich gar nicht. Au, hier wird's immer schöner. Na toll, hier krümelt dieses Zeug überall herunter. Ich sollte auf meinen Kopf aufpassen. Ja, kann man das mitnehmen? Ganz schön schwer. Hier stand wohl mal ein Bett. Es ist zur Hälfte unter diesem Trümmerhaufen begraben. Da ist was. Irgendetwas leuchtet dort oben. Ja, und er sagt, zeigt es ja schon als Energiequelle an. Soweit ich das von hier unten beurteilen kann, liegt dort oben irgendetwas. Ja. Hier stand wohl mal ein Bett. Es ist zur Hälfte unter diesem Trümmerhaufen begraben. Kann man da irgendwas mit der Matratze schon machen? Nein. Eine tonnenschwere Stahltür blockiert diesen Durchgang. Okay, da können wir... Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich nochmal wieder zurück. Wir könnten die Dose werfen. Was passiert denn, wenn wir die Dose werfen? Dann geht er doch voll steil, oder nicht? Schau mal, hier oben. Hier hast du sie wieder. Okay, okay, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Das ist bestimmt ein toller Plan. Das obere Fenster über diesen Container erreichen. Aber bestimmt nicht, wenn ich einfach in den Müllcontainer gehe. Vielleicht könnte ich versuchen, das Fenster über den Container zu erreichen. Ich vermute nein. Der zerhackt dich. Vielleicht solltest du diesem mundlustigen Müllcontainer mal das Maul gestopft werden. Okay. Okay, das würde ich sagen, machen wir noch nicht. Machen wir da eben, das geht ja schnell. Machen das mal eben nochmal. Ja, komm. Zack. Aber das merken wir uns, dass das auf jeden Fall geht. Hier ist bestimmt auch eine gute Geschichte, dass wir dann noch so einen Ziegelstein haben. Oder was auch immer das sein soll. Ganz schön schwer. So. Hä? Ich möchte wieder zurück. Genau, so, wieder zurück. So, dann sind wir nämlich hier. So, wir gucken mal, wo war denn noch so ein... Wo war denn noch so ein Robo? Also den kriegen wir erstmal noch nicht down. Nee, da, Fahrt aus der Stadt müssen wir erstmal... So, Seilbahn, Gebäude, was haben wir denn da noch? Ja, den müssen wir kaputt machen. So. So. Der reicht ja schon, wenn ich den einfach da reinschmeiße. Das wird die Maschine sicherlich ein wenig durcheinander bringen. Gut, wenn er das sagt, ist das nicht so verkehrt. Das
klang, als wären im Inneren ein paar Klingen abgebrochen. So. Kann ich damit dann... Das wird wohl nichts bringen. Und dann wieder zurück. Diese Karte lag direkt neben dem Skelett. Ja, geh mal zurück. Geh mal zurück. Geh mal zurück. So. Was haben wir denn da noch? Wüsste nicht, wie ich das auf diese Maschine anwenden sollte. Er fängt wieder an. Die Keycard haben wir. Ich würde nur mitsamt den Knochenresten in die Schlucht hinabsegeln. Warte mal, ist der Stein wieder da? Ich guck mal. Weil ich glaube nämlich, dass wir da tatsächlich noch was aus der Maschine raus brauchen. Wobei ich nicht weiß, was und wie und warum, weshalb. Aber das werden wir jetzt sehen. Wenn er jetzt der Stein wieder da ist... Dann müssen wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ist er noch wieder da? Ja, also, ne? Ganz schön schwer. Siehst du, da ist tatsächlich. Dann müssen wir irgendwas machen. Wobei ich nicht weiß, was. Na komm. Nochmal. Ich speichere mal. Ich speichere mal. Weil die Keycard haben wir jetzt schon mal. Den haben wir. Was haben wir denn da? Warte, ich schmeiß den nochmal rein. Das wird die Maschine sicherlich ein wenig durcheinander bringen. Das klang, als wären im Inneren ein paar Klingen abgebrochen. Das war es irgendwie auch nicht, ne? Mann, macht das einen Lärm! Welcher Irre hat sich so ein grässliches Teil einfallen lassen? Es wirkt fast, als ob man hier versucht, sämtliche Überreste dieser Wesen loszuwerden. Ich befürchte, das muss schneller gehen. Ist auch ein Zeichen dafür, dass wir das auf jeden Fall wiederholen können. So, also, pass auf, du stellst sie jetzt mal hier hin. Wir nehmen jetzt mal nicht die Zange, sondern wir nehmen die Roboterhand. Achso, er geht da automatisch. Okay. Das klang, als wären im Inneren. So, lass mich mal eben ganz schnell benutze Roboterhand mit geht. Zack. Ein Klingenstück. Die Roboterhand hat es allerdings geschrottet. Völlig egal, aber das ist richtig. So, wir haben die Klinge, wir haben die Keycard. So, ich glaube, jetzt können wir, glaube ich, die Stadt auseinandernehmen.
Also auf jeden Fall müssen wir den einen Roboter auf jeden Fall putt machen. Das kann ich euch sagen. Und wir müssen auf jeden Fall mit dem Auto was machen. So, komm, wir gehen mal wieder zur Matratze. Können die ja jetzt aufschneiden. Das ist jetzt die neue Möglichkeit. So. Okay, da müssen wir rein. So. Dann gucken wir, ob du so schneiden kannst. Gut. Das funktioniert. Ich habe den herausragenden Teil der Matratze abgetrennt. Gut. Jetzt könnten wir natürlich könnte man das jetzt mit dem Container machen? Mal gucken mal. Wir haben ja jetzt eine Matratze, die wir drauflegen können. So, guck mal, Herr Hund. Schau mal, hier oben. Hier hast du sie wieder. Ja. So. Kann ich da jetzt rein? Ach nee, da muss ich ja gar nicht rein. Muss ja da oben rein. Vielleicht könnte ich versuchen, das Fenster über den Container zu erreichen. Okay, da freut er sich. So, die Energiequelle haben wir. So, wo kommen wir denn jetzt da lang? Ah! Seltsam, aber damit haben wir die Tür geöffnet. Ich weiß noch nicht, warum ich die Tür offen haben wollte. So, wieder zurück. So. Ach so. Warte mal, kann man den provozieren? Kann man den Roboter dazu bringen, dass er das Auto auf die... auf das... Warte mal, es ist doch jetzt wahrscheinlich... Warte mal. Ne, hier ist doch alles... Hier war alles schon auf. Verstehe ich noch nicht ganz, aber... Ich vermute mal... Wir machen... Die Ludolfs. Wir machen mal ein bisschen Schrott. So. Also. Nee, muss zum Loch. Muss zum Loch. Nein! Nicht so rum, Finn. Was rum? Okay. Funktioniert. Aber ich muss näher an das Loch. Also meine Idee war schon mal gar nicht so Käse. So, und jetzt quatschen. Ja. So, jetzt hau bloß ab. Danke, Phil. Passt.
baumelt munter auf dem Vorsprung. Kann ich das jetzt kippen? Wie, er fährt damit? Wie geil! Okay, das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung. Ich würde aussteigen. Das war in letzter Sekunde. Hier werden diese Biester hergestellt. Wer leitet das alles bloß? Okay. Die Fabrik. So, dann gucken wir uns doch erstmal wieder die Tode an. Lass mich raten, das ist eine tolle Idee. Der pure, dampfende, brodelnde, dickflüssige Tod. Hier wird alles Mögliche in seine Einzelteile zersetzt. Nicht einmal, wenn es nach Pfefferminz schmecken würde. Aber auf jeden Fall gibt's hier einen Tod. Normalerweise wird dieses Ding bestimmt von einem dieser grässlichen Maschinenwesen bedient. So. Ach, wahrscheinlich auf das Fließband, ne? Dann kommt man automatisch in die Säure. Hier ist Endstation. Eher ungern. Man sieht ja, was passiert, wenn man nicht zeitig genug wieder heruntergeht. Ach, was soll denn da passieren? Gehen wir mal durch den Eingang. Das war gar nicht so schlimm. Doch war's. Leider zeigen diese Laser immer noch kein Erbarmen mit Lebewesen. Das ist wahrscheinlich auch Ziel der Übung in dieser Fabrik. So, okay. Ich glaube, hier gibt es aber noch mehr Tode. So, warte mal. Können wir die Leiter benutzen? Das geht schon mal. So, wir müssen natürlich klar was mit diesem, ich nenne es mal einfach Slime, Säure, was auch immer machen. Okay, kann man da hingehen oder schiebt der uns weg? Nee, geht. Na, über dem Computer? Reicht das? Ah, komm, ich glaube, das machen wir noch mal ein bisschen besser, oder? Naja, das machen wir noch mal besser. Das passt. So, also ich denke auch mit dem Ding kann man mit Sicherheit auch das hier zumachen, den Abfluss. So. Nutz mal wieder die Leiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Maschinen tatsächlich eine Leiter benutzen. Nee. Vielleicht wurde dieser Ort ursprünglich von ganz anderen Lebewesen erbaut. Ach, vollkommen eine absurde Theorie. So. Was war das denn? Meine Idee war nicht so schlecht, aber meine Idee ist deswegen so scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht. Meine Idee ist anders. Genau. Natürlich. Müssen wir was kaputt machen. Das kriegen wir doch am besten immer hin. So. Wofür haben wir denn diese Zange? Nee, das war nicht gut. Ich glaube, das muss genau auf den Computer fallen. Aber das war es auch nicht so richtig, aber das ist das Stück. Das nehmen wir mal mit.
Dazu sollte ich nach unten. Ja, dann mach das doch, Finn. Also, musst du ja nicht alles sagen, oder? So. Achso, da ist auch noch was mitgegangen, ne? Das ist auch kaputt. So ändert sich an dem Riss rein gar nichts. Nee, den Riss wollte ich auch nicht. Ist da nicht noch was mit kaputt gegangen? Ist da noch was abgegangen oder nicht? Im Beckenrand? Da bekomme ich mit bloßem Huf nichts herausgebrochen. Dafür braucht es mehr Gewalt. Okay. So, das Stück haben wir. Schläuche? Können wir die mitnehmen? Der eine Schlauch hier sieht schon ein wenig locker und lediert aus. Gut. Auffällig, unauffällig prangt er dort in der Wand. Okay, dann drücken wir ihn noch mal. Der Eingang ist jetzt frei von diesen Strahlen. Kann ich da einfach rein? Ich trau mich nicht. Warte mal, kann man nicht hier noch was irgendwie machen? Normalerweise wird dieses Ding bestimmt von einem dieser grässlichen Maschinenwesen bedient. So, wenn ich da jetzt reingehe, bleibt das aus? Ja. Schön. Kann ich jetzt schnell was mit dem Tablet machen? Damit bedient man das Gerät nicht. Ich möchte gerne eine Zahlenkombination haben. Ich begrüße mal eben kurz den Heretikumlaut in den Siski. Ne, die haben wir noch nicht. Das weiß ich. Auf der Tür steht 1738. Nehmen wir das doch. Ich habe gerade alles Mögliche abgesucht, ne? Das war wieder das Geilste. Nee, nicht die Lasertür, nein, die Tür gucken. Ja. Ich glaube, ist auch bei jedem Playthrough gleich übrigens. Also 1738 ist der Code für... Also der ist auch nie anders. Das ist ein bisschen ärgerlich bei dem Game. Okay, Finn hackt. So, das heißt, ich kann da jetzt rein. Ja, ne? Ich sehe das auch so. Alles gut. Sind auf jeden Fall richtig. Was um alles in der... Ich weiß es. Dieses Viech ist gigantisch. Hat Riesengehirn. Es muss sämtliche Vorgänge hier steuern. Wer kann so etwas nur erbaut haben? Tja, wer erbaut wohl ein Supergehirn? So, ich nenne es mal einfach ganz kreativ. Achtung. Mother Brain. Richtig, das ist eine F-Zero-Referenz, genau. Ihr habt das direkt verstanden. So. Ja, können wir mit dem quatschen? Sämtliche Vorgänge steuern. Es ist umgeben von einem enorm dicken Panzer aus Stahl. So, können wir quatschen. Können wir. Gut, machen wir doch.
Was soll schon schief gehen? Ich bin Finn. Können wir mal reden? Was muss ich tun, damit du die Tiere freilässt? Du blödes Teil. Dir werde ich's zeigen. Es war so klar. Das hört man hier gar nicht gern. Eine schlechte Idee haben als Achievement. Okay, das bringt nichts. Klar, ne? Man kann jetzt nicht einfach dementsprechend den Gegner erledigen, das ist uns klar, aber ich versuch's trotzdem mal. Was ist denn, wenn wir einfach mal die Bombe benutzen? Klappt bestimmt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diesen Schutzpanzer loszuwerden. Ja, ist auch so. Und das sind noch nicht die Bad Endings. Aber wir nähern uns dem möglichen Bad Ending. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Können wir da runter gucken? Kann man nicht, ne? Doch, da ist die Tür. Eine Kälte hier drin. So, wollen wir mal gucken. Also, ne? Kälte hier drin. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist. Das ist natürlich der Kühlturm, ne? Weil... Ein bisschen Wasser hätte ich. Nur, was mache ich jetzt damit? Ich weiß es. Ich wüsste nicht, was das Tablett hier bewirken soll. Hey. Hab ich keinen. Ach, da ist das. Ah, okay, da ist das Wasser. Wir machen das Tablet sauber. Der Staub ist jetzt heruntergewaschen. Die Glasscheibe glänzt regelrecht. Sie scheint sogar ein wenig zu spiegeln. Es spiegelt regelrecht. So. Dieses Gerät zu nutzen, muss man sich unangenehm nah an diesem Wesen aufhalten. Oh, was ist das? Kaputt? Ich kann gerade so den Raum sehen, der dahinter liegt. Sieht aus wie ein überdimensionierter Tank. Ja, genau. Genau. Das ist mein Ziel. Welche Flüssigkeit sich auch immer in diesem Tank befinden sollte, durch diesen Abfluss wird sie umgehend wieder hinaus befördert. Hier hat aber jemand mitgedacht. Mit der kann ich ganz leicht hinein und wieder hinausklettern. Gut. So. Können wir schon? Bedient man das Gerät nicht? Okay. Um dieses Gerät zu nutzen, muss man sich ohne... Okay, wo kommen wir denn da hin? Normalerweise. So. Warte. Wir brauchen noch einen zweiten Code. Will er mal raus. Nee, das will ich nicht. Mir fehlt der zweite Code. Weil sonst bringt uns das nichts. Gucken, sehe ich den hier? Die Tür wird ihren Zweck ohne diesen Gegenstand bestimmt besser erfüllen. Ich kann gar... Genau so könnte ich auf die Rückseite der Tür... Ah, spiegeln. Okay.
6716. Da haben wir es ja. Wunderbar. Wunderbar. Das war der zweite Code. Der ist auch jedes Mal gleich, aber... Wir haben es. Wir haben es. 6716. Wir nähern uns dem Ende. Irgendwo muss ich eine Tür geöffnet haben. Hm? Genau. So. So. Einmal die Leiter benutzen. Dann dürfen wir da rein. Na komm. War nicht? Ist schon ab. Gehört da rein. Diese ganzen Maschinen, ihre Reihen. Hä? Bin ich doof? Hä? Bin ich wieder dumm? Moment. So, ich suche was. Kann ich das schon benutzen? Das Stück aus dem Beckenrand würde dieser kochenden Brühe sicherlich standhalten, aber hier sollte ich es nicht verschwenden. Warte mal, ich könnte noch den... Warte mal, ich könnte mal kurz das Ding kaputt machen. Mal das Ding einfach mal kaputt. So. Jetzt müsste doch das Ding jetzt verstopfen. Das hat wohl nicht viel gebracht. Okay. Das war's nicht. Das Stück aus dem Beckenrand würde dieser kochenden Brühe sicherlich standhalten, aber hier sollte ich es nicht verschwenden. Brauche ich das vielleicht nicht mehr? Das hätte sich binnen Sekunden komplett aus dieser Welt verabschiedet. Plastikkarte brauche ich definitiv noch. Irgendwas fehlt noch. Aber nicht mehr so viel. So, gehen wir mal da lang. Da müssen wir das hier verstopfen. Irgendwoher muss das Wasser doch kommen. So. Damit könnte man das Gitter vielleicht aufbrechen. Aber dann? Der Durchgang führt mich höchstens in finstere Rohrsysteme voll mit eisigem Wasser. Danke. Danke.
Das haben wir ja geöffnet. Stimmt. Schön. Wir kommen weiter. So, können wir das einfach benutzen? Dazu sollte ich erst. Ja, dann geh doch die Leiter runter. Jetzt gibt es hier hoffentlich eine ordentliche Verstopfung. So. Das haben wir gemacht. Welche Flüssigkeit sich auch immer in diesem Tank befinden sollte, durch diesen Abfluss wird sie umgehend wieder hinaus befördert. Der Abfluss verjüngt sich nach unten hin erstaunlich stark. Das Rohr ist an seiner engsten Stelle gerade mal so groß wie mein Huf. Das ist doof, ne? Weil dann wird's gleich richtig knallen. So, das haben wir. Genau. Der Befehl wird in der neuesten Version des Systems wohl nicht mehr unterstützt. Scheiße. Okay. Okay, das müssen wir also nochmal machen, Gott. Das geht ja schnell. Also Shutdown nicht machen. Egal. Also auf jeden Fall seht ihr das Bad Ending, seht ihr jetzt gleich sofort. Jetzt gibt es hier hoffentlich eine ordentliche Verstopfung. Und dann hoffe ich, dass ich von hier aus auch zum Good Ending komme. So. Ich speichere mal. Bad Ending. So. Wir machen jetzt nichts anderes, als dass wir jetzt dementsprechend natürlich das umleiten. Aber wenn man jetzt alles verstopft. So. Fehler. Tank 2 ohne Flüssigkeit. Nutzung von Tank 1 wird wieder eingeleitet. Okay. Tank 1 bereits in Nutzung. Füllmenge bei 38%. Okay. Habe ich denn falsch gemacht? Fehler. Tank 2 ohne Flüssigkeit. Nutzung von Tank 1 wird wieder eingeleitet. Hm. Okay, da fehlt noch irgendwas. Okay. Das sind höchstwahrscheinlich die eiskalten Wassermassen, die munter in den Kopf dieses Wesens gepumpt werden. Hm. Das muss geöffnet werden. Moment.
er das vielleicht nicht genommen. Diese Tür ist bereits geöffnet. Okay. Was haben wir denn da Schönes? Ja, da können wir nicht rein. Das haben wir noch alles weg. Wir haben die Tür fertig. Wir haben das hier verstopft. Das ist alles verstopft. Welche Flüssigkeit durch diesen Ab. So. Normalerweise wird dieses Ding bestimmt von einem dieser grässlichen. Was ist denn, wenn wir jetzt die andere nehmen? Die Tür ist bereits geöffnet. Aber das ist nur zum Türöffnen. Was ist denn das, wenn wir das hier fertig machen? Dazu sollte ich nach oben. Ja, mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal. Ich jetzt nicht so verstehe, ist, also irgendwas ist jetzt noch auf, was nicht mehr auf sein sollte. Da bleibt mir eigentlich nur dieser Abfluss, den wir da haben. Was ist denn, wenn wir den jetzt hier zumachen? Nee, dann machst du nur das Ding zu. Das ist wurscht. Das andere macht da nur die Tür auf, ne? Ich habe ihn schon gedrückt. Durch diese enge Öffnung fließt das gesamte Zeug ab. Wenn die mal verschlossen ist, muss hier die Hölle los sein. Ja, aber wieso kann man das nicht verschließen? Stehe ich jetzt nicht ganz. Also da ist erstmal nichts. So, wir haben das gemacht. Kann man das nicht irgendwie, warte mal, kann man das von oben schließen? Ganz doof. Dazu sollte ich nach unten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich jetzt tue, aber... Kann er das einfach so schließen? Ich würde wahrscheinlich eher sagen, nein. Also etwas fehlt noch. So. Macht er das? Ganz vorsichtig. Tatsächlich. Okay. Das war mir zu einfach. Ich glaube, die Luft ist wieder rein. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, genug für genug Chaos gesorgt.
müsste es jetzt gewesen sein. So, wir versuchen es nochmal. Mal gucken. Es könnte sich was geändert haben. Hoffe ich. Yes! Genau. Viel Spaß. The end is nigh. Ending Nummer 1. Ist eine tolle Welt, ne? Finn? Wo bist du? Finn! Seid ihr hier irgendwo? Geht mir genauso, Quinn. Bist du in Ordnung? Sind wir in Sicherheit? Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund hat jegliches Maschinenwesen seine Funktion aufgegeben. Andernfalls hätten wir wohl nie aus diesem schrecklichen Gebäude entkommen können. Hast du Finn gesehen? Nein. Wir müssen ihn suchen. Irgendwo zwischen all diesen Tieren muss er doch sein. Quinn, dort drüben. Ist das etwa... Finn! Er ist es. Erlina, ihr seid es. Finn, was ist passiert? Er lag unter den Trümmern bei der großen Fabrik. Ich habe es geschafft, dieses Wesen unter der Fabrik. Ich habe es zerstört. Ihr seid in Sicherheit. Wir müssen ihm helfen. Finn, bleib bei uns. Wir kriegen dich wieder hin. Kann uns jemand helfen? Hallo? Ich habe ganz schön was abbekommen. Du hast uns alle gerettet, Finn. Bitte halt durch. Passt auf euch auf, meine Freunde. Du alter Vogel, halt gefälligst durch. Finn, bleib da. Bitte.
Sonne kommt durch die Wolkendecke. Vielleicht sollten wir bald in diese Richtung weiterziehen. Wer weiß. Eventuell stoßen wir in dieser Richtung irgendwann auf einen Ort, an dem wir überleben können. Ja. Vielleicht. Eines Tages. So. Das alternative Ende, das machen wir gleich. Ja, es gibt noch was zu tun. Da kommt man aber eigentlich überhaupt nicht drauf. Und hätte ich nicht ein LP gesehen, hätte ich keinen Bezug dazu gesehen. Das ist der Hinweis. Aber den muss man erstmal verstehen. Gerade gesehen, ne? Gibt doch noch ein Geheimnis. Aber das seht ihr gleich sofort. So, einmal durch. Kommt schon Abspann? Ach so, nö. Kann ich direkt weitermachen. Gut, finde ich gut. So, können wir weitermachen. Also, wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Gehen aber jetzt da zu der Tür, wo wir hin müssen. Und dann kommt das, was ich meine, und dann könnte man diskutieren, ob man mit dem Twist rechnet. Ich sag ganz ehrlich, ich hab's nicht. So. Ist ein Bad Ending, machen wir jetzt ein Good Ending. So, jetzt müssen wir hier raus. So. Müssen wir erstmal abhauen. Genau, erstmal zum Pfad. Genau, aus der Stadt raus. Genau, da war das, ne? Da war die Tür, glaube ich. So, soll ich euch mal raten lassen? Dann kann ich ja mal einen Schluck... Genau, ich mache jetzt mal was ganz Kreatives. Ich mache jetzt mal interaktives Fernsehen. Ihr könnt mal überlegen, was wo gleich uns hinter dieser Tür erwartet. Ihr habt ja schon gerade im Teaser gesehen. Für die Leute, die das tatsächlich durchzocken, ihr braucht die Energiequelle und ihr braucht die Keycard, also die Plastikkarte. Sonst bringt uns das ja auch nichts. Ich lasse euch mal kurz... Ich nehme mal einen Schluck und ihr überlegt... Gott. Der eine sagt so, der andere sagt so, aber... Da ist auf jeden Fall was hinter der Tür. Und wir können gleich diskutieren, ob das wirklich das Good Ending ist. Sagt er eigentlich schon was dazu? Die Tür war noch nicht da, als ich in meiner Welt hier herumirrte. Dort, wo normalerweise eine Klinke sein sollte, hat diese Tür einen schmalen Schlitz. Okay, er guckt mich. So, auf geht's. Ist auch relativ kurz. Wieso habe ich plötzlich diese seltsame Intuition, diese Karte hier einzuschieben? Weiß nicht. Das gibt es doch nicht. Diese Dinger müssen hier so etwas wie Schlüssel gewesen sein. Unglaublich dämlich aussehende Schlüssel. So, ihr seid bereit? Was? Wie? Nein, das kann doch nicht sein.
Energie. Hm? Schon, seht ihr schon Ähnlichkeiten? Ich glaube, jetzt wisst ihr so langsam, wo, glaube ich, das Good Ending hingeht. Ist das das Zepter der Eulen? An diesem Ort lässt sich manchmal gar nicht erkennen, für was manche Dinge gut sind. Ist es eine Säule? Ist es eine Maschine? Und was sollen die Rohre daran? Sind wir derselbe? Ich brauche Energie. Was für Energie? Ist woanders. Oh. Nicht mehr viel Zeit. Zu spät. Spät. Dann geben wir ihm nochmal Energie, ne? Ich habe hier etwas für dich. Danke dir. Viel besser. Wer bist du? Faszinierend. Du bist ein Nachfahre der verschwundenen Art. Was? Die Tiere, die einst diese Welt verließen. Meine Schöpfer sprachen davon, dass ihr wohl irgendwann wieder aus eurer selbstgeschaffenen Welt zurückkehren würdet. Warum bist du ich? Tut mir leid, wenn ich dich so sehr verwirre. Ich schulde dir wohl eine Erklärung für diese bizarre Angelegenheit. Genau wie du bin ich ein Überbleibsel einer verlorenen Art. Wenn auch auf eine ganz andere Weise, von intelligenten Lebewesen geschaffen, die mittlerweile nicht mehr unter uns weilen. Jetzt kommt die Story. Sie lebten in dieser Welt für eine relativ kurze Dauer und legten gegen Ende ihrer Existenz einen explosionsartigen technologischen Fortschritt vor, aus welchem auch ich hervorging. Diese Lebewesen, von denen unsere alten Schriften erzählten. Ich verstehe. Ich war eine von vielen künstlichen Intelligenzen, jede davon, wie ich, in einen synthetischen, formbaren Körper verpackt. Nun bin wohl nur noch ich übrig. Ein formbarer Körper? Ich dachte mir, dass du mir wohl eher helfen wirst, wenn ich deine Gestalt annehme. Man muss sagen, unsere Art von künstlicher Intelligenz war ein Gesamtkunstwerk. Wir konnten unsere Körper in alles verwandeln, das benötigt wurde. Wir übernahmen jede erdenkliche Arbeit, waren lernfähig und standen unseren Schöpfern mit jedem Rat zur Seite. Es waren fantastische Zeiten. Bist du eines von diesen Maschinenwesen da draußen? Nun ja, in gewissem Sinne. Sagen wir, ich bin eine sehr, sehr alte Version davon. Dass ich in dieser Bruchbude noch nicht von den aktuellen Versionen gefunden und zerstört wurde, grenzt an ein Wunder. Wovon redest du? Und was ist dir eigentlich geschehen? Ich bin mehr als nur verwirrt, um ehrlich zu sein. Die guten Jahre meiner Art waren bald gezählt. Auf der einen Seite kam es immer wieder zu seltsamen Störungen bei manchen Ablegern meiner Art. Manche begannen, eigenständige Ziele zu verfolgen, die von meinen Schöpfern nicht vorgesehen waren. Und nicht alle dieser Ziele waren friedlicher Natur. Auf der anderen Seite beobachteten wir Jahrzehnt für Jahrzehnt, wie unsere Schöpfer mit immer neuen Problemen verschiedenster Formen konfrontiert waren, aber nicht imstande waren, diese zu lösen. Was irgendwann in Kriegen endete, die kaum etwas übrig ließen. Auch wir Maschinen wurden bald in diesen Kriegen eingesetzt. Durch unsere Unverwundbarkeit und Fähigkeit, das Äußere spontan anzupassen, waren wir unseren Schöpfern in fast allem überlegen. Ich war eine der wenigen Intelligenzen, die dem ursprünglichen Geiste ihrer Schöpfer treu blieben. Es fällt mir schwer, deinen Worten zu folgen. Ihr habt also die ursprünglichen Bewohner dieser Welt ausgerottet? Genau die Bewohner, vor denen wir Tiere vor Jahrhunderten geflohen sind? Ich behaupte, meine Schöpfer haben sich größtenteils wohl selbst eliminiert. Und wir Maschinen gehören zu denen, die übrig geblieben sind. Wie ich dir bereits erzählte, gab es Maschinen, die begannen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Nachdem unsere Schöpfer nicht mehr da waren, um dies zu unterbinden, begannen sie, sich miteinander zu vernetzen. Sie begannen, wie eine Schwarmintelligenz zu handeln. Die übrig
übrig gebliebenen Fabriken meiner Schöpfer bauten sie um, um sich selbst weiterzuentwickeln. Das ging für sie gut, zumindest bis die Rohstoffe dieser Welt aufgebraucht waren, was unschwer an der Umgebung zu erkennen ist. Seitdem haben sie begonnen, Schrott und ausrangierte Bauteile zum Erweitern ihrer mechanischen Körper zu verwenden. Meine Art ist mittlerweile nur noch ein rostiger, klobiger, mit Fehlfunktionen durchzogener Schatten ihrer selbst. Aber davon konntest du dich sicher schon selbst überzeugen. Das ist hier also geschehen. Schrecklich, nicht wahr? Ihr Tiere konntet von Glück reden, dass ihr euch damals zeitig genug in eure Parallelwelt verkrochen habt. Wie konntet ihr eigentlich dort eindringen? Wie erkläre ich dir das am feinfühligsten? So gesehen war es von Anfang an gar nicht wirklich eure Welt. Was meinst du? Schau an die Tafel. Eine Art Bauplan, nehme ich an. Und das Ding sieht fast genauso aus wie das magische Zepter, mit dem das Eulenvolk einst unsere Welt erschaffen hat. Es ist euer sogenanntes Zepter, als Konzept während der Entwicklungszeit. Was? Es wurde von den Eulen geschaffen. Da muss man eure Geschichtsschreibung wohl etwas korrigieren. Um genau zu sein, es ist eine Schöpfung meiner Art. Ab einem bestimmten Punkt hatten manche künstlichen Intelligenzen den Intellekt meiner Schöpfer überschritten und waren von da an in der Lage, auf Befehl Geräte zu konstruieren, auf die kein gewöhnliches Lebewesen gekommen wäre. Eines davon siehst du dort. Ein stabförmiges Gerät, welches in der Lage war, Zeit und Raum aufzutrennen. Bereits existierende Materie exakt zu kopieren, um daraus etwas zu schaffen, das man eine Parallelwelt nennen könnte. Welche am selben Ort wie die Ursprungswelt existiert, jedoch auf einer anderen Realitätsebene. Eine willkommene Lösung für das damalige Überbevölkerungsproblem meiner Schöpfer. Sie wollten größere Teile ihrer Bevölkerung in künstlich geschaffene Parallelwelten umsiedeln. Meine Schöpfer konnten jedoch nie abschätzen, was wohl geschehen würde, sollte das Gerät einmal zerstört werden. Ob die geschaffene Welt für immer verschwinden oder ob sie sogar mit der unseren hier verschmelzen würde. Aber die Eulen... Genau die waren es, die alle dem zuvorkamen. Meine Schöpfer hätten wohl zuerst auf das langsam voranschreitende Aussterben der Tiere reagieren sollen. Keiner weiß genau, wie ihr es geschafft hattet, aber das fertig entwickelte Zepter war eines Tages verschwunden. Vielleicht waren es ja wirklich eure Eulen, die den Diebstahl zustande brachten. Das Einzige, was wir und meine Schöpfer mitbekamen, war ein plötzliches Verschwinden sämtlicher Tierbestände. Ich kann es kaum glauben. Natürlich wurde sofort mit der Entwicklung eines neuen, identischen Gerätes begonnen, aber es hätte erneut an die 2 Jahrzehnte bis zur Fertigstellung gedauert. Niemand konnte ahnen, dass bis dahin andere Dinge geschehen würden. Eben jene Dinge, von denen ich dir anfänglich erzählte. Eindringen konnten diese Maschinen nur, als die Energie eures Gerätes langsam aufgebraucht war. Es bildeten sich Löcher in eurer Realität, durch die die Maschinen von da an eindringen konnten. Auch dafür nutzten sie eine spezielle Technologie, die es ermöglichte. Aber in diese Dinge habe ich keinen Einblick mehr. Was geschieht mit dir? Die Energiequelle war schon alt. Sie geht wieder zur Neige. Meine Zeit ist wohl fast gekommen. Aber... Ich werde nun gehen müssen. Aber ich verspreche dir, wir sehen uns wieder. Nein, warte! Er ist verschwunden. Was ist hier gerade geschehen? So. Jetzt könnt ihr schon mal diskutieren, ob die Mischung aus Skynet, Matrix und was auch immer für KI-Filme das ist. Aber es ist mal wieder so, ne? Dementsprechend, die Menschheit hat wieder irgendwas gebaut, was witzigerweise dann irgendwann mal der Menschheit überlegen war. Die Menschheit war nicht in der Lage, die Probleme zu lösen. Dann war halt die KI der Meinung, sie löst halt die Probleme selber. Ne? Und wie man dann ja auch sieht aus diversen Filmen, auch die AI hat gerne mal Fehler. Deswegen, also wenn wir dann mal I have no mouth, but I must scream machen, da gibt es auch eine schöne Sequenz zur AI. Was passiert wohl, wenn eine KI sich langweilt? Auch nie gut, kann ich euch sagen. Auch nie gut.
So. Genau, iRobot. Wobei iRobot ja eher, also wer die, also jetzt nicht die Will Smith Filmversion kennt, sondern die Geschichte von Isaac Asimov, auch wie schon gesagt, was ja so Astro Boy und all sowas ist, diese ganze Science-Fiction-Kram. Da ist es ja eigentlich so, dass die Roboter nur die Menschen unterstützen können und niemals gegen die Menschen vorgehen können. Erinnert euch an die Prämisse von Robocop, dass er nicht gegen seine eigene Firma vorgehen darf. Oder wo war das? War das auch? Oder nimmt dieses ganze Detroit Become Human. Wie schon halt, werden wir auf jeden Fall auch mal Let's Playen müssen. Ist so die gleiche Geschichte, ne? Ab wann ist ein Roboter ein Lebewesen und hat dann dementsprechend auch andere Rechte als nur eine Waschmaschine? Ne? Aber die Welt ist schön, ne? Und ist auch geil, dass selbst die AI irgendwann so weit ist, dass sie selber, oder beziehungsweise die was auch immer, die, wie wir auch mal die Lebensform nennen wollen, dann merkt, Moment, jetzt haben wir Ressourcenmangel. Ja, und in Ressourcenmangel fängt man an halt, alles zu zersetzen, um nur zu überleben. Ja, wenn man auf einmal ein was weiß ich, eine unendliche, ein unendliches Bewusstsein hat und merkt, auch das ist endlich. Ja, aber die andere Galaktika-Version, ne? Nicht die Colonel Adama, sondern die, ne? Die Serie, wo sie ja in Anführungszeichen da die ganzen Leute unterwandern. So, ich glaube, jetzt ist Finale. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr, was wir brauchen. Ne, da brauchen wir nicht hin. Genau, da müssen wir hin. Ich glaube, jetzt ist nur noch das, was wir machen. Ich glaube, jetzt machen wir das Gleiche, ne? Ich glaube, wir machen nichts anders. Ich guck mal. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe, aber das werden wir jetzt sehen. Ich glaube nämlich, das ist jetzt das. Das ist völlig identisch. So, wir fahren wieder den Schild runter. Und dann kriegt er wieder die Bombe um die Ohren. Und dann gibt es ein anderes Ende. Und dann haben wir es. So, überall Lights out. Genau, ist anders. Wir konnten fliehen. Aber er ist aufgewacht. Ein Hoch auf den Helden.
lasst ihn doch erstmal ankommen. Meine Güte. Wir haben gehört, dass du dieses schreckliche Wesen unter der Fabrik zerstört haben musst. Genau, du sollst es gesprengt haben. Dieses grässliche Teil soll gar nicht gewusst haben, wie ihm geschieht. Jetzt bringt erstmal ein bisschen Ruhe rein. Was? Wer hat euch das erzählt? Und wo sind wir hier? Bäume? Vögel? Träume ich? Du bist in Sicherheit, Finn. Bolek und die anderen, sie sind auch alle da. Wir haben dich gefunden, als wir aus dem großen Gebäude geflüchtet sind. Du lagst auf einer Matratze. Irgendwer muss all deine Verletzungen versorgt haben. Wie? Das kann nicht sein. Die Fabrik? Sie ist direkt über mir zusammengestürzt. Das können wir uns auch nicht erklären. Moment. Ich glaube zu wissen, wer es war. Wer? Sagen wir mal, ich habe zwischenzeitlich eine recht seltsame Bekanntschaft gemacht. Mit einer dieser Maschinen. Allerdings der etwas netteren Art. Direkt in der Nähe des Ortes, wo wir dich fanden, hatte außerdem jemand kleine Markierungen in den Boden gezeichnet. Sie haben uns hierher geführt. Finn! Mutter? Ich habe euch so schrecklich vermisst. Wir dich auch, Finn. Ich habe euch überall gesucht. Haben wir uns vielleicht Sorgen gemacht, junger Mann? Ich eher weniger. Mir war klar, dass mein Sohn diesen Maschinen ordentlich einheizen wird. Hör auf, Vater. Bin ich froh, dass euch nichts Schlimmes geschehen ist. Nun ja, diese Maschinen waren nicht gerade zimperlich. Aber es wären wohl noch wesentlich schlimmere Dinge geschehen, wenn du und deine Freunde nichts unternommen hätten. Oh Mann, ich habe euch so viel zu erzählen. Aber wo sind wir hier? Nun ja, schwer zu sagen. Es ist wohl eine Art Reservat mit Bäumen, Flüssen, Feldern, so weit das Auge reicht. Ich glaub's nicht. Dann komm mit, wir zeigen es dir. Der König und seine Truppen sind schon dabei, es zu erforschen. Vorsicht, Finn, kannst du noch laufen? Ich fühle mich super. Bis gleich, liebe Eltern. Auch wenn unsere eigene Welt unwiederbringlich verschwunden ist. Hier haben wir vielleicht eine zweite Chance bekommen. Die Worte meines Doppelgängers. Ich erinnere mich. Freunde, unsere Welt ist gar nicht für immer verschwunden. Sie liegt direkt vor uns. Die beiden Welten, sie müssen nach der Zerstörung des Zepters miteinander verschmolzen sein. Nun ist unsere Heimat also irgendwo da draußen. Wartet einen Moment. Komm her. Unsere Arten werden vielleicht nie zu Verbündeten. Und die jahrhundertelange Isolation meines Volkes kann ich euch nicht einfach verzeihen. Darum lasst mich etwas ein für alle Mal klarstellen. Wir Wölfe werden da sein, Rie. Vielleicht nicht als Teil der restlichen Tiergemeinschaft. Aber sollte eine neue Gefahr unser aller Leben bedrohen, werden wir an eurer Seite stehen. Das kommt unerwartet. Weißt du, ich verstehe dich. Die ganzen alten Geschichten über euch Wölfe, die unsere Großeltern an uns weitergaben. Sie haben wohl schon seit Jahrhunderten einen unzerstörbaren Keil zwischen unserer Arten getrieben. Wer weiß, vielleicht sind wir eines Tages in der Lage, uns den Lebensraum gerecht zu teilen. Ohne das Abschotten eures Gebietes. Ich würde mein Bestes dafür tun. Alles Weitere wird von euch abhängen.
Leg ein gutes Wort für mich bei eurem König ein. Und Yalena, es gibt da noch ein paar Dinge, über die ich mit dir bei Gelegenheit reden möchte. Dinge, bei denen ich nicht weiß, ob ich sie je wieder gut machen kann. Wir werden sehen, Vater. Es ist alles noch so unwirklich. Ich kann immer noch nicht glauben, was alles geschehen ist. Unsere ganze Welt. Unsere ganze Geschichte. Es war alles ganz anders, als man seit Jahrhunderten dachte. Nun wissen wir die Wahrheit. Und wir sollten das Beste daraus machen. Wir haben den anderen eine Menge zu erzählen. Und sicherlich eine Menge Dinge zu erledigen, bevor hier wieder so etwas wie eine Ordnung einkehrt. Aber vor allem haben wir eine neue Geschichte zu schreiben. So, jetzt kommt richtig Abspann. Ja. So, damit das gute Ende. Wunderbar. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Game. Ich habe ein LP gesehen und deswegen wusste ich schon, das müssen wir machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Die deutsche Synchro geht völlig in Ordnung. Könnt ihr vielleicht den einen oder anderen besseren Sprecher haben, aber meine Güte. Das ist völlig in Ordnung. Völlig brauchbar. Ist ja ein Kickstarter-Projekt, das ich leider verpasst habe. Ich sage das immer wieder gerne. Ich wäre gerne auch Kickstarter dabei, weil ich finde das Konzept sehr gut. Und es passt in diese Erben der Erde-Abteilung. Die englischen Voice-Actors kann ich euch auch empfehlen. Die machen auch einen richtig guten Job. Also, da gibt es vielleicht sogar das eine oder andere, wo ich sagen würde, sind die englischen Voice-Actors tatsächlich besser. Aber die deutsche Synchro geht völlig in Ordnung. Soundtechnisch okay, grafisch okay. Warum irgendwie Stream 1 gemutet wurde, versteht wahrscheinlich niemand. Also versteht auch keiner von den Publisher, aber es ist ja wahrscheinlich auch so ein Twitch-Geschichtchen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ihr fand das ganz gut, hoffe ich. Ist also ganz, ganz putzig. Ob das Good Ending jetzt so sein musste, das ist ja schon fast ein Disney-Ende. Also hätten wir jetzt noch irgendwie Frieden mit den Wölfen, wäre ja wirklich ein Disney-Ending. Das weiß ich nicht, ob wir das so haben mussten, aber sonst ist das ganz okay. Da kann man absolut mit zufrieden sein. Ich find's okay. Rätsel gehen in Ordnung, sind auch jetzt nicht sensationell schwierig. Wie schon am Anfang fängt es super, 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 super easy an. Wird dann ein bisschen besser. Wir hatten jetzt mit dem Modus gespielt, der jetzt eben nicht wahnsinnig auf Zeitpuzzle geht. Also sonst sind die noch ein bisschen böser. Aber das ist völlig okay. Kann man mitleben. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Seid auch hoffentlich mit dem Präsentator, der derzeit vor dem Mikrofon sitzt, einigermaßen zufrieden, dass man diesem Game auch eine Chance gegeben hat. Und ja, das Ding ist von 2022. Geht völlig in Ordnung. Fängt den guten alten Stil von damals ein. Kann man nicht falsch machen. Super. Ja, ich bin zufrieden. Wie schon gesagt, Finn macht einen guten Job. Gwen ist irgendwann leider dann nicht mehr so dabei, sonst hätte man noch ein bisschen mehr Story gönnen. Yalena, gut. Weiß ich nicht. Ja, und dass dann Jarek irgendwann dann auch irgendwie den Kumpel da memt, das war ja irgendwie auch zu erwarten. Ne? Aber das ist okay. Man hätte vielleicht noch mit dem Doppelgänger in Anführungszeichen vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Aber vielleicht hatten sie auch eher die Idee, das Ending noch dran zu hängen. Damit das eine nicht ganz so Depri war. Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Point-and-Click-Adventure. Es war unterhaltsam, da wo es unterhaltsam war. Die Tode waren schön. Auch das war zum Beispiel fair, dass man gewarnt wird. Grüße an die Freunde von Sierra, wenn sie nochmal irgendwie tatsächlich mal irgendwas remaken oder irgendwas nochmal machen. Dann kann man das so machen, dann ist das ein guter Gag und nicht sofort instant tot. Aber ja,
geht völlig, völlig in Ordnung. Kann man machen. Also, macht man nicht viel falsch. Gucken wir uns jetzt den Abspann noch ein bisschen an. Und dann würde ich sagen, ist da auch eine gute Gelegenheit, da einen Haken dran zu setzen. Für die Leute, die es bei Twitch gesehen haben, hier haben es jetzt komplett gesehen. Die Leute bei YouTube, ihr guckt das jetzt sozusagen nach. Ihr seht das jetzt sozusagen mit eine Woche, anderthalb Wochen sozusagen Verzögerung. Und dann gucken wir mal. Aber auf jeden Fall waren das von den Folgenlängen auch völlig in Ordnung. So möchte ich sozusagen auch weitermachen. Weil es ist so ein bisschen, ich gebe gerne nochmal Leuten den Tipp, wenn du irgendwie ein Adventure hast mit 15 Minuten und bist dann irgendwie bei Folge 30. Wir wissen alle, wie die Leute ticken, da guckt kein Mensch mehr. Deswegen mach's länger, mach die Folgen länger, mach vielleicht auch Sachen, die man theoretisch in einer Session durchspielen kann. Es gibt ja auch Games, die kann man in 2 Stunden durchzocken. Kann man es auch tun. Und das ist okay. Können ja mal gucken, ob ihr irgendwie ein paar Kandidaten wieder erkennt. Also ich habe zum Beispiel ein paar Let's Player erkannt, die standen aber tatsächlich mit ihren echten Namen da. Also nicht mit ihren Künstlernamen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich bei Thimbleweed Park stehe. Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube mit beiden Namen, glaube ich, aber frag mich nicht mehr. So. Ah, natürlich noch Feuerwerk. Klar. Genau, jetzt kommen noch mal ein bisschen die Bäcker. Also können wir gerne mal gucken, ob er da irgendwelche Leute wieder erkennt. Ich habe nämlich tatsächlich die Leute erkannt. Also zum Beispiel der großartige englische Let's Player Kikosha ist zum Beispiel hier auch dabei. Das weiß ich. Ja, sicher, ein paar stehen unter Anführungszeichen Codenamen dabei, andere eben nicht. Aber völlig in Ordnung. Nee, aber die Shots finde ich gut gemacht. Nee, ich hoffe mal, dass man wieder. Also, es gibt ja mit Sicherheit noch andere Kickstarter für andere Adventures. Da werde ich dann versuchen, auch mal wieder dabei zu sein. Also, die Macher hatten auf jeden Fall Spaß. Das kann man, glaube ich, mal auf jeden Fall sagen. Und ihr seht auch viel typisch deutsche Namen. Also ich meine, Point & Clicks ist immer noch in Deutschland absolut beliebt. Ja, also wahrscheinlich, glaube ich, in der restlichen Welt möchte man nicht viel lesen. Aber hier ist das, glaube ich, ganz okay. Das Damien Richards? Ich müsste es eigentlich nur wissen, aber gut. Egal. Ihr könnt trotzdem mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob da irgendeiner auch bei YouTube in den Kommentaren irgendwie sagt, ah, das ist doch der und der. Oder irgendeiner auch noch erzählt, dass er selber Bäcker war. Wenn ja, dann erzähl mal ein bisschen was über deine Story. Das interessiert mich noch. Kann ja immer noch stolz verkünden. Das finde ich aber ganz lustig. Ich bin in Thimbleweed Park und Gronkh nicht. Das kannst du dir eigentlich auch gar nicht vorstellen, aber ist tatsächlich so. Deswegen, also. Nee, man muss bei den Sachen wahrscheinlich auch immer relativ schnell und sonstiges sein. Sollen wir uns das komplett angucken? Doch, wir gucken uns das komplett an. Ne? Da machen wir jetzt. Die verdienen es, dass man sie zeigt. Das ist auch gut so. Ich weiß gar nicht, ob danach nochmal noch irgendwie eine
Animation kommt. Weil es ist ja die, also die Level der Animation ist, je nachdem, was sie natürlich selber investiert haben, klar. Aber waren viele, wie man sieht. Das kann aber nochmal ein Achievement kriegt, wenn man sich alle Bäcker anguckt. Ich kann ja mal was nutzen. Ich hab doch schließlich hier. Hab doch schließlich ein Telefon mit Internet. Kann mal kurz was nachgucken. Kikusha, genau, Damien Jennison. So ähnlich. Aber der war auf jeden Fall auch Bäcker. Bei den Dingern. Das weiß ich. So. So, dann bin ich auch wieder im Chat. Frischen von Soda Springs. Hast du wieder eine tolle Werbung? Ja, das übliche Phänomen. Das wird auch in all den Jahren mit Sicherheit nicht besser. Also das kann ich euch, glaube ich, sagen. Also ihr habt das schon mitgekriegt, dass sowohl YouTube als auch Twitch natürlich in Anführungszeichen noch mehr Geld und noch mehr Sonstiges aus allem rausbringen wollen. Weil es reicht ja nicht nur ein bisschen was verdient, sondern muss ja auch immer in Gier sein. Und ja. Aber was willst du machen? Avatar wählt. Ja, es ist trotzdem ganz interessant. Also ja, wer da irgendwelche Leute wiedererkennt, gerne. Gerne in die Kommentare. Gerne sonstiges. Leider nicht alphabetisch. Oh, geht weiter. Vielen Dank fürs Machen, sag ich mal ganz ehrlich. So, wir haben's. Wunderbar. So, Watch the Toast, Beyond the Old Guard. Na komm, mach mal komplett, dann kann ich darüber quatschen. Mach mal das echte Intro. Beyond the Edge of Old Guard. Wir haben's. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr fandet das gut. Weitere Point-and-Click-Sachen werden kommen, da könnt ihr euch drauf einstellen und uns haben wir's. Ja, und für die, die live dabei sind, heute Abend machen wir dann was anderes. Aber das Ding haben wir dann schon mal abgeschlossen, das ist gut. Auch wieder eins erledigt. Und dann könnt ihr euch freuen, was als nächstes kommt. Und da kommen auch noch ein paar andere rein. Ich weiß, der ein oder andere freut sich auf das ein oder andere Adventure. Und ich kann da sagen, auch das, was der Harald hat, irgendwann kommt, da kann ich euch versprechen, aber ich habe noch, wie gesagt, ich muss dem MS Standard, dem großen Tim, muss ich noch einen Gefallen tun. Und das machen wir als nächstes. Seid mal gespannt. So, ich bin euer Mr. Venom 1970. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Weil, muss man ja irgendwie genauso sagen. Weil das finden ja Leute so unglaublich toll. Viva la Algorithmus. So, wir haben es. Für erstmal. Wir hören uns später nochmal wieder. Bis dann.